Abenteurer. Ich entbiete euch ein allerannehmliches Angebot. Immer dieser YouTuber. Der Gasthaus hat ihn kneipig an der Stadtküche. Ey! Ruhe! Es gibt doch Leute, die müssen was arbeiten. Na toll. Jetzt bin ich raus. Ja, dann können wir auch was anderes machen in der Zeit. Wie wär's denn mit dem zweiten Teil des Final Fantasy VII Minispiele-Rankings? Das hatte ich ja angekündigt, also warum nicht jetzt machen? Okay, da sind sie. Ich habe eine neue Liste angelegt mit den restlichen Spielchen, die Final Fantasy VII noch so zu bieten hatte. Es sind doch nochmal echt einige zusammengekommen, wie man sieht. Und aber manche davon sind wirklich klein, die kann man wirklich schnell abfrühstücken. Deswegen fangen wir einfach mal vorne an. Wir beginnen mit einem Spiel, das vielleicht gar nicht viele als Minigame sehen würden, aber ich finde schon, denn der komplette Wall Market ist ja eigentlich ein eigenes Minispiel in sich, weil das ist ja, da wird ja Final Fantasy VII mal für eine Zeit lang einfach zu einem Point-and-Click-Adventure, wo man einfach eine ganze Weile lang durch diesen Markt rennt und Gegenstände tauscht und mit Leuten redet und guckt, was brauchen die und wo kriege ich das her und dann sich so langsam aber sicher die Utensilien für Clouds Frauenkostüm zusammenzusammeln. Das finde ich ist ein eigenes Minispiel für sich, wenn auch ein ziemlich großes in dem Fall, aber das würde ich auf jeden Fall hier mit einfügen und ich mag das sehr, nicht nur, weil es an der Stelle einfach den ernsten Ton, sage ich jetzt mal, ist es nicht. Final Fantasy VII nimmt sich ja nie besonders ernst, großartig. Aber durch dieses ganze Cloud als Frau verkleiden und so. Und dann noch das Gasthaus zur Honigbiene, dieser Edelpuff oder was das darstellen soll. Puh. Wow, sieh dir mal das an. Hat der ein großes Schwert? Das macht schon eine ganz gute Stimmung, finde ich. Und deswegen mag ich das Spiel eigentlich sehr. Auch, ich weiß gar nicht, was es bewirkt, wenn man das. Man kann ja verschiedene gute Gegenstände kriegen für das Frauenkostüm. Und ich glaube, wenn man das Beste kriegt, dann wird im Cloud am Schluss auserwählt. Auch als die holde Gespielin für die Nacht von Don Corneo. Und ob das ein großes. Ich weiß gar nicht, ob es einen großen Unterschied macht, aber ja, das ist eben das Ziel, dass der am Schluss ausgewählt wird. Also, Wall Market, schönes. Schöner Bruch im Gameplay und schön ausgearbeitet auch, deswegen würde ich das jetzt direkt mal gleich am Anfang hier mal als Ultima packen. Bräuchte ich jetzt nicht öfter im Spiel, aber so für diesen Teil, mag ich sehr. Als nächstes die Lagerräume im Shinra-Gebäude. Das ist ja die Nummer, wo auf einer Etage sind halt irgendwie Lagerräume, die sind alle verschlossen und man darf nur 3 Türen öffnen. Und muss dann versuchen, mit diesen 3 Türen, die man öffnen darf, irgendwie alle Gegenstände zu kriegen, die es da gibt. Indem man dann noch durch Luftschächte kraucht und dann eben guckt, dass man eben anderweitig irgendwie in die Räume kommt, ohne eine Tür zu öffnen und so weiter und so fort. Ist ganz nett, ist eine schöne Knobelaufgabe. Auch fair finde ich, dass man zurücksetzen darf. Also wenn man die Gutscheine, die man dafür kriegt, man darf so diese ganzen Gegenstände, die man da kriegt, halt sind glaube ich nur als Gutscheine erstmal anbetitelt. Und wenn man noch darauf verzichtet, die einzutauschen, bis dahin darf man quasi jederzeit zurücksetzen und nochmal probieren oder so. Fand ich eigentlich ganz cool. Ist eine schöne Knobelaufgabe, deswegen würde ich die mal als, kann man mal machen, betiteln. Ja, schöne Knobelaufgabe. Als nächstes wieder ein ziemlich großes Minispiel, sage ich jetzt mal. Ist eigentlich schon ein Maxi-Minispiel. Der alte Wald. Ist ja ein eigenes kleines Gebiet im Spiel, was ja eigentlich nur aus Knobelaufgaben besteht. Wo man so hat so verschiedene Tiere, die man an andere Tiere verfüttern muss, damit die einen irgendwie weiterbringen. Also ist völlig bescheuert vom Szenario her, aber finde ich eigentlich ganz nett. Also man hat Insekten, man hat Frösche und fleischfressende Pflanzen, glaube ich. Und die Frösche wollen die Insekten und die fleischfressenden Pflanzen wollen die Frösche. Und wenn man irgendwie die Frösche an die fleischfressenden Pflanzen gibt, dann klappen die zu, dann kann man an denen vorbei und dann an Stellen, wo es dann Gegenstände gibt, bla bla bla. Also man muss dann eben diese verschiedenen Insekten dann irgendwie an die Stellen bringen, wo man sie braucht, um dann irgendwie, man kann die Insekten in Kelche machen, dann gehen die Kelche zu, dann kann man sich auf die draufstellen und weiterspringen und so. Also es ist ziemlich wild vom Szenario her, aber auch, finde ich, eine sehr schöne Knobelaufgabe.
die wirklich Spaß macht, finde ich. Das Einzige, was nicht so geil ist, ist, dass im Alten Wald neben diesen ganzen Rätseln auch noch ziemlich hohe Zufallskampfwahrscheinlichkeit ist. Und das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, dass das schubst den Alten Wald vom Ultima-Tier runter auf kann man mal machen, weil ich finde die Knobelaufgaben zwar cool, aber das viele Gekämpfe zwischendurch war echt, echt lästig, weil man ist da so drin und versucht dann so rauszufinden, wie man das Knobelrätsel da löst, und dann muss man zwischendrin dauernd irgendwelche Drachen oder was da rumrennt besiegen, und das war ein bisschen doof. Also man hätte den Alten Wald wirklich ohne Random Encounter machen können. Das braucht's an der Stelle halt eigentlich nicht, weil der Alte Wald ist für die Handlung absolut unwichtig. Da gibt's nur jede Menge coole Gegenstände und Materia und sonst was abzustauben. Ja, eigentlich ein cooles Minigame. Ja, wie gesagt, nur die vielen Kämpfe, die stören halt. Die Bibliothek im Shinra-Gebäude. Ich weiß, ehrlich gesagt, muss ich wirklich zugeben, nicht mehr, wie man dieses Spiel wirklich spielt. Es geht also irgendwie drum, man muss ein Passwort erraten. Der Bürgermeister von Midgar steht da irgendwie im Nebenraum und ist völlig ist enttäuscht von Shinra und ist beleidigt, weil er irgendwie entmachtet wurde und will den eines auswischen. Deswegen ist er bereit, Cloud und seiner Truppe das Passwort zu verraten, wie sie weiterkommen. Beziehungsweise, sie sollen das Passwort erraten, dann kriegen sie irgendwie eine Codecard, keine Ahnung. Also jedenfalls, er ist bereit, ihnen zu helfen, wenn sie das Passwort erraten. Und das Passwort ist irgendwie in diesen Büchern in der Bibliothek versteckt. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie man es genau spielt. Weil das Passwort ist halt eins der bekanntesten und oft benutzten Worte im Spiel bis dahin, nämlich Marco. Und ich weiß halt eben schon, seit ich das Spiel habe, weiß ich halt, dass das Passwort Marco ist und gehe dann einfach immer hin und sage, ja, Marco, alles klar. Ich weiß nicht mehr genau, wie man die Dinger rauskriegt, zugegebenermaßen. Aber es ist, ja, deswegen ist ganz nett. Ich müsste tatsächlich mal nochmal gucken, was man da genau machen muss, aber ja. Ist halt so ein Buchstabenrate-Spielchen, deswegen, ja, aber einfach zu oft gemacht, ich weiß die Antwort schon, deswegen, naja. Klavierspielen in Tifas Kinderzimmer. Ist, glaube ich, einfach, ja, wenn man es genau nimmt, ist es ein Quicktime-Event. Man muss einfach nur die richtigen. Man muss nicht mal im Takt drücken. Ich weiß es nicht mehr genau. Muss man im Takt spielen? Ich glaube, es reicht einfach nur, die richtigen Tasten zu haben. Man findet irgendwo Tifas Noten, und wenn man die Noten hat, kann man darauf eben die Tasten ablesen, und dann drückt man die richtigen Knöpfe und dann kriegt man aus dem Klavier irgendwie noch einen Gegenstand. Ich glaube, Tifas finales Limit oder Tifas finale Waffe. Eins von beiden, glaube ich, ist es. Ja, ist ganz okay. Würde sagen, wenn's. Ist es, wenn es sein muss? Nee, ich find's ja nicht nervig. Das ist okay, das ist ganz nett. Im Remake, also im Final Fantasy VII Rebirth, da konnte man schon so in der Demo konnte man schon so ein bisschen sehen, dass sie aus diesem Klavierspiel ein unfassbar komplexes Ding gemacht haben. Da kann man dann mit beiden Händen spielen und muss dann halt auch mit Rhythmus und kann dann Akkorde greifen und was weiß ich, also unfassbar komplex, aber ja, trotzdem ganz nett. Und ja, und das, die Melodie, die man spielt, ist eben das Tifa-Thema. Naja. Knöpfe gleichzeitig drücken im zweiten Marco-Reaktor. Ätzend. Ich fand's ziemlich ätzend. Also eigentlich geht's nur drum, man muss rechtzeitig einen Knopf drücken. Und wenn halt alle drei Figuren gleichzeitig, also Tifa und Barrett drücken gleichzeitig, und man selber muss halt gucken, dass man auch gleichzeitig drückt. Das Problem ist, man hat keinen Rhythmus. Man kann nicht irgendwie anhand von irgendwas den richtigen Moment abpassen. Man muss einfach durch Zufall hoffen, dass man drückt, und dann machen sie ja erstmal diesen hier und drücken dann auf den Knopf. Das ist Rumprobiererei. Das fand ich so ein bisschen doof. Also man kann das nicht mal irgendwie anhand von irgendeinem Takt oder so gucken, dass man da vielleicht den richtigen Moment erwischt. Oder anhand von der Geste von den anderen beiden. Ich weiß auch nicht. Also ich fand's sehr lästig, deswegen, wenn es sein muss. Ach komm! Den richtigen Kurs halten im Gletschergebiet. Das fand ich, ist eine ganz nette Idee.
Man läuft durch eine Schneelandschaft und es gibt keinerlei Anhaltspunkte. Es ist komplett alles Schnee, alles weiß oder matschegrau, keine Ahnung. Und es gilt halt drum, immer geradeaus zu laufen und nicht vom Kurs abzukommen. Und dann kann man sich so Wegpunkte setzen und dann gucken, dass man anhand dieser Wegpunkte eben immer auf dem gleichen Kurs bleibt, denn die Kamera dreht sich ständig. Und ja, das ist halt so, wenn die Kamera sich dreht und dann passiert es halt, dass man so ein bisschen in Kurve läuft und wenn man dann eben vom Kurs abkommt, dann kommt man nicht da raus, wo man rauskommen wollte. Und kann deswegen dann mit diesen Fähnchen, die man da stecken kann, gucken, dass man den richtigen Kurs hat. Ist ganz nett. Es kommt jetzt auch nicht so oft vor im Spiel, deswegen ist es mal ganz okay. Ist auch nur für zwischendurch. Die Eisenbahn betreiben bzw. anhalten. Das ist ja relativ, also im zweiten oder irgendwo in der zweiten Hälfte vom Spiel, wo Cloud nicht mehr dabei ist und man mit Sid irgendwie erstmal durch die Gegend rennt und dann muss man irgendwie eine Eisenbahn anhalten, bevor sie nach Corell reinbrettert. Also erst muss man sie beschleunigen und dann nochmal anhalten. Das war das gleiche Spiel. Und es ist halt auch einfach Knöpfchen hämmern. Man hat zwei Tasten, die muss man halt am Anfang, ich glaube zum Beschleunigen muss man sie irgendwie abwechselnd drücken. So, liebe Kinder, werden Lokomotiven gesteuert. Und dann später muss man den Zug noch anhalten und dann muss man sie gleichzeitig drücken, immer hoch und hoch. Es ist Knöpfchen hämmern. Insofern, wenn es sein muss. Das ist nicht so toll. Den Code erraten in der Rakete. Man wird ja irgendwann später ins Weltall geschossen mit der großen Substanz im Gepäck, in der Hoffnung, den Meteor sprengen zu können. Man kann aber die Substanz vorher rausnehmen und das passiert, indem man halt versucht, diesen Behälter da zu öffnen. Und der ist aber Code gesichert und man muss, und Sid weiß aber den Code nicht mehr. Und man muss den Code erraten anhand von Hinweisen, an die er sich noch so erinnert. Und er gibt dann immer so Hinweise wie, die zweite Zahl war, glaube ich, größer als die erste und die dritte Zahl ist keine 9 oder irgendwie, ich weiß nicht, wie die Hinweise sind. Und anhand dieser Hinweise, die Sid gibt, muss man eben versuchen, den richtigen Code zu erraten. Das Problem ist, es läuft unter Zeitdruck. Und, also ich fand es früher immer ziemlich schwer, den Code zu erraten. Ich bin jetzt auch nicht der größte Zahlenmensch, deswegen fand ich das immer so ein bisschen blödes Spiel. Und das ist ein großes Problem, weswegen ich da meistens einfach gecheatet habe und einfach den Code so eingegeben habe, weil ich dann irgendwann wusste, wie er war. Man kriegt halt einen der besten Aufrufzauber durch diese große Substanz, nämlich den Bahamut Zero oder Bahamut Null, wie er im Deutschen heißt. Und auf den wollte ich eigentlich nie verzichten, deswegen habe ich es dann immer so mal so ein bisschen probiert und dann halt am Schluss einfach den Code eingegeben, so, ja. Ja, aber ja, es ist eine Zahlenspielerei, das gibt es ja öfter mal in Spielen, so, wo man dann sagt, die Zahl ist größer, die Zahl ist kleiner, blablabla, irgendwie so. Ja, Zahlenspielerei insofern. Also meins ist es nicht, deswegen sage ich mal, wenn es sein muss. Die Shinra-Villa. Es gibt ja dieses Rätsel in der Shinra-Villa mit den 4 Codezahlen, die man rauskriegen muss. Das ist ganz nett gemacht. Das sind 4 Zahlen, die man finden muss und die sind anhand von so kryptischen Hinweisen versteckt. Ich glaube, einer, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber einer war irgendwie der Raum mit dem meisten Sauerstoff zum Beispiel. Und da muss man eben gucken, in welche Räume, und da gibt es halt einen Raum, wo ganz viele Topfpflanzen stehen und da ist dann zum Beispiel die Codezahl versteckt. Und eine fiese Sache ist eben, dass die 4. Codezahl gar nicht in der Liste steht, sondern dass da quasi noch dass du nur 3 Zeilen hast und da ist aber noch eine unsichtbare 4. Zeile und da steht dann noch die 4. Zahl drin. Wenn man es weiß, klar, kein Problem, aber am Anfang war das schon so ein bisschen so, wo ist denn jetzt hier die 4. Zahl? Ich habe nur 3, ich brauche aber 4. Ja, aber eigentlich ganz cool. Nette kleine Knobelei. Das ist nicht mal eine Knobelei, das ist so ein bisschen Logik-Denken. Ein Raum mit Schwarz und Weiß unter freiem Himmel oder sowas ist, glaube ich, eins. Das ist dann der Flügel, der aufgeklappte Flügel mit den schwarzen und weißen Tasten. Und so. Nett. Mag ich. Kann man mal machen. Bumm. Der Uhrenraum im Tempel des alten Volkes. Lästig. Also ich würde es jetzt gar nicht mehr so arg als Minispiel zählen fast. Also es ist einfach dieser Uhrenraum und man kann, wenn man halt sich in der Mitte
Also man kann entweder sagen, der Raum soll zufällig die Zeit einstellen und dann gehen die Zeiger halt in zwei verschiedene Stellen, random gewählt, und dann kann man halt gucken, wo kommt man dann hin mit diesen zwei Zeigern. Aber da ich ja meistens lieber alle Räume abklappern will, dreht man die halt händisch und dann stehst du dann da und musst halt dann die Uhr so weit drehen, bis halt die Zeiger so stehen, wie man dann halt die Brücke braucht, dass man rüber kann. Ist einfach nur lästig, leider. Deswegen würde ich es jetzt zuerst mal hier Mokrimist. Weil es ist kein Rätsel, es ist einfach nur dreh die Zahlen. Für alle Silent Hill 2 Fans. Ja, ist einfach nur nervig. Was war das für ein... Das Schildkrötenparadies-Spiel. Ich nenne es mal jetzt Minispiel, weil... Das ist so eine Sammelquest, die über das komplette Spiel geht. Das Schildkrötenparadies ist ein Etablissement in Wutai. Und da... Die haben irgendwie einen Preis ausgelobt, wenn man alle Flyer von denen auf der Welt findet. Wie auch immer das geht, weil man darf die Flyer nicht mitnehmen. Aber ist egal. Da geht es halt darum, dass man wirklich über das komplette Spiel immer schön alles abgrast und guckt, dass man jeden dieser Flyer einmal zu sehen kriegt. Also man muss halt einmal anklicken, da steht Schildkrötenparadies, Flyer, Nummer so und so viel. Und wenn man dann irgendwann mal alle hat, ich glaube es sind 10, weiß es nicht mehr genau, dann kann man halt in Wutai dahin und kann sich einen Preis abholen. Und die Preise sind gar nicht mal schlecht, es ist nämlich ein ganzer Sack voll so Power-Ups, wo man sich die Statuswerte hochpowern kann. Die ich mir dann immer aufhebe und kurz vorm Endgame dann vergesse anzuwenden und dann waren sie für die Katz. Aber, ja, nette Sammelquest. Das einzig Blöde ist halt, also das Sammeln ist okay, das einzig Blöde ist, es gibt keine Hinweise darauf. Es ist wirklich reines im Spiel, immer gucken, dass man alles abklappert, und wenn man halt am Schluss eins übersehen hat, dann hat man Pech. Weil zum Beispiel ein Flyer ist, glaube ich, im Shinra-Gebäude und da kommst du halt später nicht mehr hin, an die Stelle vom... Oder doch in die Lobby kommst du, glaube ich. Ist egal. Auf jeden Fall kann man eben nicht irgendwo rausfinden, wo diese Flyer in etwa versteckt sind, sondern man muss halt einfach im Spiel alles abgegrast haben, sonst findest du halt einen nicht und dann hast du Pech. Das würde ich sagen, schubst den so ein bisschen runter, deswegen ganz nett. Es wäre besser, finde ich, wenn man irgendwo im Spiel Hinweise drauf finden könnte, wo man grob zu suchen hat. Das wäre okay. Und wenn da nur steht, Shinra-Gebäude, dann hast du ja eine grobe Richtung, wo du gucken musst. So. Aber halt, so ist es halt einfach alles abgrasen und hoffen, dass man keinen, nicht den magischen Pixel übersieht. Naja. An der Stange schwingen. Das nehme ich jetzt auch mal als Minispiel, weil es ist, da habe ich teilweise wirklich viele Versuche gebraucht für das Ding. Da, hängt man da halt irgendwie in den Trümmern, wo dann die Platte von Sektor 7 runterkam, und muss dann an diesen Trümmern da hochklettern zum Shinra-Gebäude. Und da ist halt so eine Stange, so eine Perpetuum Mobile-Stange, die immer hin und her schwingt, und dann muss man halt an diese Stange schwingen, also im richtigen Moment an die Stange springen, damit er auf der anderen Seite weiterkommt. Und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ich habe da teilweise wirklich viele Versuche gebraucht, weil das schwer vom Timing einzuschätzen ist, deswegen ist es... Wenn es sein muss. Ja. Ist halt nur so ein blödes Timing-Spielchen, und was halt so ein bisschen schwer abzuschätzen ist, deswegen macht es nicht so richtig dolle Spaß. Naja. Die eigenen Teammitglieder durchwinken, damit sie nicht von der Wache im Shinra-Gebäude erwischt werden. Schmissiger Titel für ein Minispiel. Ja, es ist irgendwie so, das patrouillieren Wachen hin und her, und man muss irgendwie erst selber durchlaufen und dann die Teammitglieder durchwinken in dem Moment, wo die Wachen sich umdrehen, beziehungsweise wo sie nicht in die Richtung der Figuren gucken. Empfand ich früher eigentlich nie als so schwer, jetzt in meinem Let's Play vor ein paar Jahren, habe ich mich da angestellt wie der erste Mensch. Also ich weiß nicht warum, habe es irgendwie nicht hingekriegt, keine Ahnung. Entweder war ich müde oder unkonzentriert oder doof, ich weiß es nicht. Jedenfalls fand ich das echt schwer. Hab dabei aber rausgefunden, weil ich mich dann irgendwie 3 oder 4 oder 5 Mal, keine Ahnung, habe ich es dann halt vergurkt. Da muss man jedes Mal dann kämpfen, wenn die dich erwischen, und dann darfst du es nochmal probieren. Aber ich glaube, wenn man es dann zu oft vergeigt, dann sind die Wachen irgendwie trotzdem weg, und dann wird man nur kurz angemault von Barrett, wenn ich so, was ist los mit dir? Und dann geht's halt auch trotzdem weiter. Aber ja, es ist halt so ein Timing-Spielchen, deswegen, es ist eigentlich okay. Ich habe es halt nur das letzte Mal irgendwie vergurkt, aber ich würde sagen, es ist ganz nett.
tiefer aus der Gaskammer befreien. Das finde ich tatsächlich ein relativ cooles Minispiel, weil also Tifa wird in die Gaskammer gesperrt und hat aber irgendwie den Schlüssel bei sich. Ich weiß nicht mehr genau, wie die den kriegt. Irgendwie kommt sie jedenfalls an den Schlüssel ran. Oder eine der Wachen droppt irgendwie den Schlüssel oder keine Ahnung. Jedenfalls liegt der Schlüssel vorher auf dem Boden und sie muss halt irgendwie versuchen, an den Schlüssel ranzukommen, um sich zu befreien, bevor das Gas freigesetzt wird. Was nie passiert, weil das läuft nicht unter Zeitdruck, glaube ich. Und man muss dann mit verschiedenen, man hat irgendwie verschiedene Tasten, sind mit verschiedenen Körperteilen von Tifa gekoppelt. Nicht die, die ihr jetzt denkt. Also man hat Hände, Beine und Mund oder Kopf. Ich glaube, Kopf ist einfach nur das Dritte. Und da muss man halt irgendwie erst mit den Beinen den Schlüssel mit den Füßen nehmen, hoch und dann mit dem Kopf an die Füße und damit sie dann den Schlüssel im Mund hat und mit dem Mund dann irgendwie an die Hände und dann kann sie die Fessel lösen. Das ist ganz nett, weil man halt nicht genau weiß, was man zu tun hat, aber man weiß zumindest mal, welche Körperteile man zu bewegen hat und so. Das ist cool, das mag ich, das würde ich fast, das würde ich mal auf Ultima packen. Das ist eine nette Idee. Ja, die Frage bleibt natürlich immer bestehen, warum ist der Ausschalter für die Gaskammer in der Gaskammer? Das werde ich nie verstehen, aber egal. Komischen, halbmond-U-förmigen Rollefelsen ausweichen im Tempel des alten Volkes. Ist ein Geschicklichkeitsspiel, ne? Das rollen so komische Walzen an, die haben an einer Stelle eine Aussparung und man muss dann halt an der richtigen Stelle stehen und in die Knie gehen, damit die Dinger genauso über einen drüber rollen, damit sie ihn nicht erwischen. Komm schon! Er schmeißt sie eigentlich die ganze Zeit. Puh! Ist ein Timing-Spiel, ist jetzt auch nicht großartig schwer, soweit ich mich erinnere, und ist ganz nett. Der Wirbelwindgarten. Auf dem Weg zum Nordkrater muss man durch so mehrere so Wirbelwindbarrieren und muss dann halt einfach gucken, wann kommen diese grünen Welle, was auch immer, Wirbelwinde. Und muss einfach versuchen, im richtigen Moment durchzulaufen, damit die einen nicht erwischen. Und wenn sie einen erwischen, muss man halt kämpfen und das nochmal probieren. Ja, ist auch ein bisschen schwer abzuschätzen, weil, wie man auf dem Bildchen vielleicht sieht, ist da winzig klein drauf. Und man sieht nicht so richtig genau, wo ist eigentlich genau die Kante, bis wo er gehen darf. Also man weiß nicht so genau, bis wo weit darf ich eigentlich gehen, bevor mich das Ding erwischt. Ja, ist okay, ja, weiß nicht. Ist ganz nett. Ich nenne ihn immer den Yam-Yam erwischen. Hier dieser Raum mit den verschiedenen Löchern in den Wänden und dieser komische, ich weiß immer noch nicht genau, was es darstellen soll. Die alten, der Typ mit dem Zaubererhut. Ich nenne ihn den Yam-Yam. Keine Ahnung. Der verschwindet immer in einem der Löcher und kommt aus einem anderen wieder raus und dann muss man halt ihm hinterher und muss dann rausfinden, welches Loch führt zu welchem anderen Loch. Um dann am Schluss rauszufinden, okay, wenn er da reingeht, muss ich ihn an dir mit dem Loch abfangen und dann hat man gewonnen. So. Also man muss das System auswendig lernen, welches Loch zu welchem führt und dann quasi ihm zuvorkommen, bevor er da rauskommt. Wenn es sein muss. War nie so meins. In meinem Let's Play habe ich es, glaube ich, durch Zufall gepackt. Mich einfach mal runtergesprungen, habe einmal eins ausprobiert, das war direkt das Richtige, aber eigentlich muss man das lernen, weil das hat halt ein System und ja. Theaterspielen. Ein wunderschönes Minispiel. Es geht um nichts. Es ist einfach nur, man muss bei diesem Theaterstück mitmachen oder man darf, es geht ja um nichts. Und es geht darum, man kriegt verschiedene Optionen, was man machen möchte und muss dann gucken, was passiert. Und dann kann man dann so Sachen wie Prinzessin küssen, König küssen oder den Drachen küssen oder solche Sachen und einfach, dann passieren einfach alberne Sachen und ich fand's einfach hübsch. Und dass die Figuren immer so in so einer Ballettpose sich pirouettierend über die Bühne bewegen, so, das ist einfach putzig. Das ist wirklich, ja, es ist nett gemacht, es geht um nichts, es hat auch keine Regeln, es ist einfach nur, man probiert einfach aus, was passiert, wenn ich die blödeste Antwort gebe, so nach dem Motto. Oder gibt es einen Preis? Ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls ist es nett, es macht Spaß, es lockert die Stimmung auf, deswegen packe ich das mal auf Ultima. So, wir sind schon beim letzten.
Yuffie, Versteckspiel mit Yuffie. Wenn man Yuffie begegnet, beziehungsweise wenn man Yuffie getroffen hat und sie sich angeschlossen hat, dann verlässt sie einen ja kurz vor Wutai wieder und klaut einem sämtliche Substanzen. Und dann muss man sie wiederfinden. Wenn man dann in Wutai reingeht, sieht man nur, wie sie davon rennt und man muss dann halt ihr hinterher und muss gucken, wo sie sich jeweils versteckt hat. Ist jetzt auch nicht großartig schwer. Man geht dann halt in die einzelnen Häuser rein und guckt. Meistens sieht man so einen Zipfel von ihrem Character-Sprite irgendwo rausgucken und da gehst du dann hin. Und ich glaube, so 3-4 Mal muss man sie finden und dann rennt sie wieder woanders hin. Irgendwann ist sie dann in so einem großen Tonkrug und dann hat man sie gefunden und ab da ist sie dann auch wirklich festes Teil des Teams. Boah, ist ganz okay. Kann man mal machen. Ja, kann man mal machen. So, okay. Das waren sie schon. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, vielleicht gibt es noch ein paar kleine Mini-Dinger, die man noch machen kann. Aber ich denke, jetzt haben wir sie wirklich mal alle abgegrast. Und ja, damit haben wir sämtliche kleinen Spielchen, die Final Fantasy VII so zu bieten hat, jetzt aber wirklich erschöpfend ausgereizt. Und ja, das war's mal für diese Runde. Ja, wie gesagt, wenn ich solche Tierlisten öfter mal machen soll, so zwischendurch, dann sagt es gerne. Das macht eigentlich ganz gut Laune und ja. Der da oben scheint jetzt endlich Ruhe zu geben, deswegen kann ich jetzt weitermachen. Deswegen bis dann.